Ob für deutsche oder britische Kunden fertigen, im Moment spielt das bei UWT keine große Rolle, denn der Oberallgäuer Industriebetrieb bedient ungebremst all seine Märkte. Jahr für Jahr steigt die Zahl der Aufträge, vor allem aus dem Ausland. Daher baut UWT sein internationales Vertriebsnetz immer weiter aus, auch in Großbritannien. Wir haben in England eine Tochtergesellschaft, eine Vertriebstochter, und wir wollen auch da wachsen, wir wollen auch da investieren in mehr Mitarbeiter und sind eigentlich da auf einem ganz guten Weg. Und ich hoffe jetzt nicht, dass dieser gute, erfolgreiche Weg dann abgeschnitten wird durch Schwierigkeiten und Beschränkungen. Knapp 6% des Auslandsumsatzes erwirtschaftet UWT derzeit im Vereinigten Königreich. Kein hoher Anteil, aber dennoch ein wichtiger, findet Uwe Nikravietz. Denn der britische Markt bietet der Branche gute Wachstumschancen. Daher verfolgt der UWT-Geschäftsführer aufmerksam die Brexit-Debatte und hofft auf eine rasche und wirtschaftsfreundliche Einigung. Ein harter Brexit wäre für uns schon auch sehr schwierig, weil es einfach überhaupt gar nicht einzuschätzen ist, was dann passiert, wie denn auch die Lieferungen dann zu organisieren sind, was mit Zöllen passiert, was mit Lieferwegen passiert, werden dann die Lieferwege sehr kompliziert. Um unabhängiger zu werden, betrat das Unternehmen bereits recht früh in seiner mehr als 40-jährigen Geschichte unterschiedliche Märkte. Zuletzt immer intensiver, denn inzwischen gehen fast 70% der UWT-Produkte ins Ausland. Für uns hat sich das verändert, dass wir enorm erfolgreich sind im internationalen Bereich. Wir haben einige Töchtergesellschaften gegründet in den wachsenden Märkten, wie jetzt zum Beispiel Indien, China, Russland, USA und natürlich auch England. Dann arbeiten wir in vielen, vielen anderen Ländern mit Partnern zusammen. Da ist einfach unheimlich viel Wachstum drin, das man so in dem angestammten Markt in Deutschland, weil wir ja da schon sehr gut etabliert sind, einfach so nicht haben kann. Erfolgreich ist das Unternehmen aus Betzigau bei Kempten auch, weil es in hoher Qualität sehr spezielle Produkte fertigt, nämlich Füllstandsmessgeräte für Schüttgüter und Flüssigkeiten. Unsere Geräte werden ja in einer ganz engen Marktnische eingesetzt, und diese Marktnische ist zwar in vielen Industrien, auch in verschiedenen Richtungen, aber es ist ja doch eine sehr enge Nische, und diese Märkte, die gibt es natürlich in den verschiedenen Ländern überall auch, also ist es für uns nur sinnvoll und richtig, in die internationalen Märkte zu gehen, weil die Märkte dort auch ähnlich sind. Hauptexportmarkt ist nach wie vor Europa, doch die Anfragen aus Asien steigen rasant. Von einer schwächelnden Konjunktur und politischen Aussagen lässt sich UWT nicht verunsichern. Warum auch? Die Aufträge kommen mittlerweile aus rund 70 Ländern der Welt. How are you doing? Everything good? Der internationale Vertrieb ist in den vergangenen 10 Jahren stark gewachsen bei UWT. Das wird auch am Hauptsitz in Betzigau bei Kempten deutlich. Denn die Beschäftigten können in sehr vielen Sprachen für UWT-Füllstandsmessgeräte werben. Wir haben einige Kollegen aus unterschiedlichen Kulturbereichen. Wir haben einen Ägypter, eine Chinesin, zwei russische Kollegen. Also wir sind da sehr, sehr international aufgestellt. Es hilft natürlich auch, weil die Kollegen dann auch die kulturellen Gegebenheiten vor Ort ganz anders einschätzen können. Natürlich die sprachliche Barriere auch nicht da ist. Und so kommt man natürlich näher an diese Ländermärkte auch ran. Trotz vieler Partner in Europa ist das Oberallgäuer Unternehmen auch in fernen Ländern aktiv. Inzwischen auch mit Niederlassungen in Wachstumsmärkten wie China, Indien und Russland. Brasilien fehlt uns da noch, ist einfach auch ein interessanter Markt für uns in den letzten Jahren, auch mehr und mehr geworden. Wir haben 2012 begonnen, mit dem Vertriebspartner dort aktiv zu werden, und das ist sicherlich noch so ein großer Wachstumsmarkt, der uns fehlt. Dann gibt es natürlich andere Märkte. Wir wollen in den afrikanischen Kontinent mehr schauen. Es ist einfach auch immer interessanter und wahrscheinlicher, dass dort tolle Projekte investiert werden. Wir merken ja auch, dass die Chinesen da sehr stark investieren. Vielleicht ist sogar für uns der Weg über China nach Afrika, aber ich denke, der afrikanische Markt ist höchst interessant. Aber nichts überstürzen, heißt es bei UWT. Bevor der Industriebetrieb einen neuen Markt betritt, wird die Situation vor Ort genau analysiert. Meistens passiert es tatsächlich so, dass man zunächst mal in der Internationalisierung versucht,
über einen Partner mal in den Markt reinzukommen und mal ein Gefühl für den Ländermarkt zu bekommen, da vielleicht auch schon mal einen Kunden aufzubauen. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Schritt, dass man sagt, okay, jetzt will man vielleicht eine eigene Firma gründen mit einem Partner als Joint Venture oder eben eigentlich eine eigene Vertriebsniederlassung. Ein weiterer Schritt wäre dann eine Produktion im Ausland. Aktuell fertigt und montiert UWT bereits in einem Werk auf Malta. Doch im Fokus stehen in diesem Jahr andere Themen. Der Messtechnik-Spezialist will sich in Wachstumsmärkten noch stärker positionieren und organisiert daher dort regelmäßige Treffen der Vertriebsexperten. Den größten Umsatz im Ausland macht UWT in China.